Oh, wer ist denn da vor seinem Lagerfeuer und wartet darauf, mit einer Axt geaxtet zu werden? Na du? Guck mal hier! Das war eine Axt. Wie gefällt dir meine Axt? Hat die sich gut angefühlt? Sie ist ganz zart zu zarter Falmerhaut. Glaube ich jedenfalls. Ich habe ja keine Falmerhaut, daher konnte ich sie nicht ausreichend an mir selber testen. Was passiert, wenn ich den Schalter drücke? Ah, da klappt die Brücke runter. Sachen gibt das. Verrückt. Ah, und da ist auch noch jemand. Hallo, du. Guck mal hier. Axt in Hals. Das ist mein neues Lieblingsspiel. Axt in Hals. Axt in Hals. Das actiongeladene Spiel für Jung und Alt. Axt in Hals. Oh, yeah. Mama, können wir noch Axt in Hals spielen? Erst, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. Oh Mama, ich möchte so gerne Axt in Hals spielen. Na gut, aber nur 5 Minuten. Dann bringst du den Müll raus. Yay, Mama hat gesagt, wir dürfen Axt in Hals spielen. Vielleicht soll ich dieses Spiel wirklich erfinden. Vielleicht verkauft sich das ja gut. Obwohl, eigentlich ist das nicht so ein super Spiel, weil man verkauft das einmal und dann sind alle Spieler tot. Bis auf einen. Aber der findet das so geil, dass er mit anderen Leuten auch spielt. Und wenn man es genau nimmt, dann beinhaltet das Spiel Axt in Hals auch nur eine einzige Axt. Aber wenn man die für 200 Mücken verkauft und im Baumarkt für nur 20 kauft, dann kann man einen guten Gewinn machen und nicht auf die Falle treten. Na egal, ich spiele noch eine Runde Axt in Hals. Ist hier jemand? Hallo? Ich will spielen. Du hast keinen Hals. Aber ich spiele trotzdem mit dir, auch wenn du keinen Hals hast. Ich bin da ja nicht so. Andere Leute sind da ja so, aber ich nicht. Aua! Hack doch nicht so auf mir rum. Ich hab doch gesagt, ich spiele auch mit dir, Axt im Hals. Was sind das für Schalter? Was passiert, wenn ich die Schalter schalte? Was passiert da? Was passiert da? Da werde ich verbrannt. Okay, ja. Das ist fair, das kann man machen. Und da? Passiert anscheinend gar nichts. Und da? Geht das hier auf? Oh, den letzten muss ich aber auch noch ausprobieren. Was passiert da? Auch gar nichts. Okay. Und da? Geht das wieder zu? Das ist ja kontraproduktiv. Das soll doch auf sein. So. Und was geht hier ab? Aha. Aha, wer bist du? Höchst interessant, all das. Aua! Kannst du dich nicht mal vorstellen, bevor du angreifst? Das ist unhöflich. Hier sind noch so eklige Insekten drin. Die will ich auch noch umnieten. Ich schließe extra für sie auf. Na, ihr ekligen Insekten, kennt ihr schon Axt in Hals? Das ist voll das super Spiel. Guck hier, man haut einfach jemandem die Axt in Hals. Oder tritt auch mal drauf. Und dann sind alle glücklich. Weil Axt in Hals nämlich das beste Spiel aller Zeiten ist. Ups.
Na, geh auf. Fein gemacht. Gold und Erz. Und ganz viele Eier. Die nehme ich auch noch mit. Kommt her. Jetzt frage ich mich wirklich, ob die Falmer eventuell die Eier essen. Weil die halten die Viecher immer hier. Aber die geben ja kein Fleisch, die Schauren. Jedenfalls kann man von denen kein Fleisch einsammeln. Man kann das Chitin einsammeln und die Fühler, aber kein Fleisch. Aber die Eier. Die legen ganz viele Eier. Also wäre es doch naheliegend, einfach die Eier zu essen von denen. Ich würde das machen. Ich würde zumindest mal probieren. Auch wenn die wahrscheinlich super eklig und giftig sind, aber ich würde es mal testen. Natürlich nicht roh, sondern hart gekocht oder so. Na, nun geh schon auf. Ich will endlich auf Schlossstufe 100. Schlossknacken Stufe 100. Es ist nicht mehr weit entfernt. Und dann habe ich einen völlig willkürlichen Meilenstein erreicht. Okay, hier ist es irgendwie recht laut. Da ist ein Totenschädel drin. Ah, so läuft das schon besser. Das da läuft. Hier ist ein Gnarschknubbel, der aus der Wand guckt. Ist auch hübsch. Kann man machen. Hier klemmt auch irgendwas fest. Aber da ist ein kleiner Totenschädel. Hey! Ich versuche nur die Mechanik sauber zu machen. Axt in Hals. Haha. Bestes Spiel ever. Ach, guck mal, da ist ein Bein drin. Das ist natürlich auch nicht so schön. Jetzt bewegt sich das auch. Ja. Anscheinend muss ich hier alles überall die menschlichen Überreste aus den Zahnrädern poolen. Weil da wieder jemand nicht auf den Arbeitsschutz geachtet hat. Hier so offene Zahnräder, kein Gitter drüber, kein gar nichts, keine Schutzabdeckung. Da ist es ja kein Wunder, dass die Leute da mit Armen und Köpfen reingeraten. Oder hier mit einer Wirbelsäule. Das passiert ruckzuck. Nee, ach du bist das. Dass man da an so einem offenen Zahnrad arbeitet, Axt im Hals. Und dann plötzlich mit der Wirbelsäule da drin stecken bleibt. Ja, das ist ganz schnell passiert. Das ist dann auch überhaupt gar kein Wunder, dass es dann verstopft ist von der Wirbelsäule. Ist ja völlig normal. Da unten ist noch ein Zahnrad. Das ist bestimmt auch noch... Da steckt wahrscheinlich noch ein Beckenknochen oder so drin. Nee, nur Zwergenschrott. Und ist hier unten sonst noch was? Juhu. Irgendwas? Nö. Okay, jetzt müssten eigentlich alle Zahnräder wieder laufen. Wenn ich mich nicht irre. Jetzt drücke ich mal den Knopf. Und dann geht das Ding runter. Und dann kommt der nette Roboter und tötet mich. Jedenfalls versucht er es. Komm her! Voll den Schritt! Das hat wehgetan. Nicht Axt in Hals, sondern Axt in Schritt, Baby. Voll erwischt. Das tut mir fast ein bisschen leid. So ein Kill mit der Axt in Schritt. Gut, der hat da jetzt nichts hängen oder so, aber das tut ihm bestimmt trotzdem weh. Wenn Roboter überhaupt Schmerzen fühlen können. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Oh, guck mal, da ist der letzte Ethereum-Splitter. Als hätte ich gewusst, dass der hier ist. Als hätte ich es gewusst. Oh, hallo Stimmi. Wo kommst du denn her? Meinst du? Ich denke
ja auch, dass es hier ist. Guck mal, ein Ethereum-Splitter. Guck mal, guck mal. Ich muss sagen, ich bin froh, dass es vorbei ist. Dass was vorbei ist. Das ist der letzte, oder? Ja. Es ist höchste Zeit. Wir treffen uns bei der Schmiede. Bei welcher Schmiede? Hey, hau nicht ab. Wo ist die Schmiede? Welche Schmiede? Na toll. Muss ich die selber finden. Das hat ja schon sehr gut bei diesem Splitter geklappt. Na, die finde ich auch noch. Erstmal durchsuche ich mal die ganzen Reste, die hier rumliegen. Da ist immer noch was Gutes dabei. Noch ein Bottich Öl. Oh, ein kleiner Springbrunnen. Die hatten es ja richtig hübsch hier unten. Richtig Dekoartikel und so. Zwergenmechanismus. Dir fehlt der notwendige Gegenstand. Na toll, welchen Gegenstand brauche ich denn dafür? Das ist ja auch komisch. Na, dann komme ich halt irgendwann wieder mit dem notwendigen Gegenstand, wenn ich den gefunden habe und weiß, was der notwendige Gegenstand ist. Also wahrscheinlich nie. Wo geht's hier? Ach, Fahrstuhl. Ich habe da so eine Ahnung, wo ich da rauskomme. Warte. Knirsch. Geräusche mach. Aha, aha. Tür? Da. Hebel. Tür. So. Ha. Jetzt bin ich ja hier oben. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich hatte erwartet, irgendwo unten rauszukommen. Naja, ich will mich nicht beschweren. Na, vielleicht schon. Aber wenn, dann später. Man muss sich ja nicht sofort beschweren. Man kann das ja erst so ein bisschen in sich dämpfen lassen. Den Hass und die Wut und sich dann später beschweren. Und erstmal diese Truhe aufmachen, um endlich auf Level 100 zu kommen. Beim Schlösser knacken. Ja. Mist, ganz knapp. Komm. Fein aufmachen. Fein auf. Ja. Makellos. Dinge, die makellos sind, mag ich gerne. Mark. Versteht ihr makellos? Mark? Das klingt so ähnlich, das kann man direkt nicht verwechseln. Und hier ist dann Ende. Hier muss ich runterhüpfen. Okay, hüpf. Und hier wäre dann der Eingang gewesen, wo ich vorhin reingestiefelt bin. Ah, und hier sind die gebrochenen Knöchel, die jeder zu Hause hat. Gut, wollen wir dann mal sehen, ob uns vielleicht die Karte einen Weg weist zur Ethereum-Schmiede? Nein, finde die Ethereum-Schmiede. Ja. Wie gesagt, das hat beim letzten Mal ja schon so gut geklappt. Wir gucken mal einen Blick in das Tagebuch. Wir werfen einen Blick in das Tagebuch. 5, oder? 5 ist die Schmiede, richtig? Kein Name, keine Informationen. Diagramme, bla bla bla. Ob es sich um den Standort der Schmiede handelt, da bin ich ganz sicher. 5 ist die Schmiede. 5. Das ist von hier aus im Grunde eine gerade Linie nach Süden. Einfach straight nach Süden, südlich von einem See. Wir gucken mal. Von hier nach Süden. Hier ist der See. Und hier ungefähr muss es sein. Guck mal, da ist auch ein Konvektor. Das heißt, vermutlich in der Nähe des Konvektors, der nicht funktioniert, weil kein Konvektor funktioniert, befindet sich diese Dings. Befindet sich da. Ja, dann reise ich mal zum nächsten. Honigstrandhöhle. Kaiserliches Lager. Ne, da war ich noch nicht. Aber da muss ich sowieso hin. Ich gehe mal zu der Honigeulenhöhle. Und dann gehen wir zur Ethereum-Schmiede und dann schmieden wir Ethereum. Vermute ich. Da freue ich mich ja schon riesig drauf. Was wir wohl alles aus Ethereum schmieden können. Hallo Bärchen. Komm ruhig her. Ja, schrei mich ruhig an.
Mit mir kann man es ja machen. Guck dir all das Honiggedöns an. Och, der ist ja leer. Und der da ist ja auch leer. Ja. Den habe ich dann wohl offenbar schon leer gemacht. Und der da ist der auch leer. Nein, da ist noch was drin. So, jetzt muss ich irgendwo in Richtung... in die Richtung in etwa. So. Eher so in die Richtung. Besser. Da gehen wir mal hin. Und schauen mal, was wir da so finden. Eine geile Ethereum-Spiele, hoffe ich jedenfalls. Vielleicht ist eine Taschen-Ethereum-Schmiede, die man sich einfach so in die Tasche stecken kann. Das wäre super praktisch. Ich höre ein Bärchen. Wo bist du, Bärchen? Oh, ich sehe einen Drachen. Oh, Überraschung, Frostdrache. Wo kommst du denn her? Ja, ja. Nicht wegfliegen. Ich habe doch noch mehr Pfeile für dich. Und Wolfi kommt da auch. Ist der Drache jetzt? Ah, da. Ja, ja, kämpf mal mit den Bären. Das machst du schon ganz gut. Oh, eine Spinne kommt da auch noch. Na, war das nicht ein Spaß, wie wir uns alle gegenseitig umgebracht haben. Die Knochen sind mir zu schwer. Das nehme ich mal mit. Den Bären ziehe ich noch die Klauen raus. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Mensch, das war doch ein unterhaltsamer Abend, den wir hier verlebt haben. Ja, gib doch schön deine Seele her. Danke sehr. Jawohl, Drachenseele aufgenommen. Und ich ahne, dass... Oh nein, der arme Fuchs. Wer hat den Fuchs umgebracht? Den nehme ich mit. Armer Fuchs. Hui, Salto-Fuchs. Hui, hui. Guck dir das an. Wie geil ist das denn? Woo, woo. Besser als jedes Fahrgeschäft auf dem Jahrmarkt. Und in die andere Richtung. Hui, komm, komm. Ja, genau. Einmal mit dem Uhrzeigersinn. Ist das nicht schön? Oh, oh, jetzt ist er, konnte auch mal eine Runde fliegen. Okay, dann lassen wir ab jetzt die Spielchen. Aha. Wir lassen die Spielchen mal. Nützt ja so nichts. Yep. Da oben ist noch einer. Hör auf mich zu schießen, Mann. Ruinen von Befalft. Es geht los. Natürlich geht es los. Ha, voll eine gehackt. Sprich mit Katria. Ja, Moment. Alles zu seiner Zeit. Ich will mir den Laden hier nochmal kurz genauer angucken. Die haben wir doch bestimmt noch Wertsachen und so weiter. Du weißt schon, diverse Wertsachen. Und so. Haben die Leute oft gelagert. Hm, Pilze. Muss man sich hier alles mal genau angucken. Ja. Hm, Lavendel. Und dann haben wir endlich unsere eigene Ethereum-Schmiede. Ist das nicht cool? Das ist doch voll rad, yo. Oh, was ist hier? Ein Konvektor? Der funktioniert mit Sicherheit nicht. Ich habe jetzt keine Lust, den auszuprobieren, weil der doch bestimmt wieder nicht funktioniert. Ist doch immer das Gleiche mit diesen doofen Konvektoren. So, dann gucken wir mal, was die Alte zu sagen hat. Ihr habt es geschafft. Yep. Und ihr habt die Splitter mitgebracht. Wäre ja sonst ein bisschen witzlos, wenn ich die nicht mitgebracht hätte. Ja, habe ich. Was nun? Seht euch das Gerät hier an. Das Zahnrad in der Mitte hat genau die richtige Größe. Steckt die Splitter einmal dort hinein und wartet ab, was passiert. Hm. Wenn ich die Splitter da reinstecken kann, kann ich da eventuell auch was anderes so... Du weißt schon, da mal
mal so reinlunzen für einen Moment? Nicht, okay.